Neben mir steht Dr. Christoph Köck, Verbandsdirektor des Hessischen Volkshochschulverbandes. Christoph, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und ich habe dich immer als einen sehr innovativen Menschen erlebt. Dir ist auch Innovation in Volkshochschulen sehr wichtig. Warum? Ja, das ist ja immer auch so ein bisschen eine Aufgabe eines Verbandes, sich umzuschauen, was passiert denn eigentlich in der Welt außerhalb der Volkshochschulen und wie ist eigentlich die Rolle der Volkshochschulen bei dem, was in der Welt passiert. Und momentan erleben wir einen tiefgreifenden Wandel, was Kommunikation und Lernen angeht, beziehungsweise wir sind am Anfang dieses Wandels und der hat sehr viel mit dem, was im Internet passiert, zu tun. Und das bedeutet gar nicht, dass das Präsenzlernen jetzt komplett durch elektronische Formen ersetzt werden soll, also eine Ablösung vom klassischen Lernen komplett in die digitale Welt, sondern mich interessiert besonders, wie man das Präsenzlernen, also wie Leute, was passiert, wenn sich Leute begegnen, mit Hilfe des Internets noch viel gewinnbringender für alle gestalten kann. Und ich habe erlebt, dass im letzten Jahr der VHS-MOOC von Volkshochschulmitarbeitern gestartet wurde. Und zwar von Mitarbeitern aus Volkshochschulen ganz verschiedener Städte. Und ich war deshalb fasziniert, weil das so eine Bewegung ist. Mitarbeiter sagen, wir wollen uns entwickeln und wir entwickeln immer andere. Eigentlich müssen wir selber auch dafür sorgen. Und 700 Leute haben bei dem MOOC mitgemacht. Was war das für aus deiner Sicht für ein Erfolg? Also das war ein ganz interessantes Experiment, was da gelaufen ist. Für die meisten war das eine erstmalige Erfahrung, sich über das Netz sozusagen zu begegnen und sich selbst als lernende Organisation zu begreifen. Also unabhängig davon, wo man jetzt gerade real ansässig ist. Also ne, wirklich Leute aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich im Netz gefunden und über die Entwicklung von Volkshochschule gesprochen. Und da sind ganz viele interessante Dinge bei herausgekommen. Vor allen Dingen, ja, Sie können das nachlesen unter vhsmook.de. Immer noch sehr aktuell, viele Filme in der Mediathek, die da weiterführen. Der MOOC war ja so ein virtuelles Zusammentreffen und so ein virtueller Austausch, Lernen voneinander war schon das große Thema eigentlich. Und dann gab es in diesem Jahr so ein reales Treffen. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, wie das reale Treffen aussah? Das war ja auch das Tolle an dem MOOC erstmal noch, dass aus dem MOOC die Idee entstanden ist, ein VHS-Barcamp zu veranstalten. Ja, und das ist ja auch eine Form von Veranstaltung, wie wir sie ja in den Volkshochschulen vielleicht ansatzweise kennen. Also wir haben ja Erfahrungen mit Open Space zum Beispiel, etwas, was uns nicht ganz unbekannt ist, aber hier noch eine viel hochgradigere Form der Vernetzung der Teilnehmenden untereinander. Und ich muss sagen, das erste VHS Barcamp, deutschlandweite Barcamp in Köln, war in diesem Jahr, das war die Veranstaltung. Also es war wirklich die für mich gewinnbringendste Veranstaltung überhaupt, weil da einfach so viel unterschiedliche Perspektiven und neue Ideen zustande und zusammengebracht wurden, dass man da einfach nur von profitieren konnte. Also ich kann das wärmstens empfehlen, diese Form der Veranstaltung, die ja von dir auch ganz ausgezeichnet moderiert wurde, und eben auch die Form des Austausches selbst, die ja doch ganz anders ist als bei normalen Konferenzen, weil eben da vorher ja überhaupt kein festes Programm feststeht. Und wir hatten ja den Titel Impulse für das Lernen 2.0 als sozusagen Oberthema. Aber unter diesem Oberthema haben sich ja dann, ich glaube, insgesamt 50 Sessions gebildet im Laufe von 2 Tagen, wo sich dann die Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht haben. Sehr faszinierend. Gut 100 Leute waren da beim letzten Mal. Würdest du sagen, die haben viel gelernt? War das eine Lernveranstaltung?
Das war sicher eine Lernveranstaltung. Das war eine Lern- und Entwicklungsveranstaltung. Ich glaube, es gab niemanden, der nicht gesagt hat, boah, da sind Dinge, die haben mich fasziniert, die nehme ich mit nach Hause. Vielleicht nicht zur sofortigen Anwendung, aber das ist ja sowieso, denke ich, häufig so, dass etwas erst sacken muss oder dass man sich vielleicht noch in anderen Bereichen weiter informiert. Aber es hat tatsächlich das, was im Titel stand, nämlich Impulse zu setzen, das ist wirklich passiert. Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall. Nun gibt es in diesem Jahr ein zweites Volkshochschul-Barcamp am 8. und 9. Mai in Leipzig. Würdest du deinen Volkshochschulen hier im Verband empfehlen, das als Weiterbildung für ihre Mitarbeiter zu nutzen? Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genauso ist es eigentlich auch in Köln gewesen. Es war eine echte Weiterbildungsveranstaltung. Und es hat im Prinzip auch jeder und jede, der dabei war, dieses Format sehr genossen und gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, und häufig sitzt man ja auch dann auf Konferenzen und hat dann vielleicht von 2/3 der Veranstaltung, das interessiert einen nicht und so weiter. Und das ist etwas, was beim Barcamp überhaupt nicht so ist. Ganz im Gegenteil, man hat also wirklich eigentlich zu allen Zeiten dieser Konferenzen für einen selbst spannende Beiträge, die man sich auch selbst einbringen kann. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Also klare Empfehlung. Ja, schönen Dank. Damit ist das Barcamp ja gleich in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits als Weiterbildung für einen selber und zum Zweiten erlebt man gleich eine ganz andere Lernumgebung, als wir sie sonst so gewohnt sind. Ich würde mich freuen, wenn du auch wieder beim zweiten VHS Barcamp in Leipzig dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Also den Termin habe ich mir ganz fett eingemarkert im Kalender. Das lasse ich mir nicht entgehen. Danke für dieses Interview.